So, hallo und weiter geht's. Ja, ich würde sagen, das Erste, was wir machen, ist ja, ein bisschen Kabel wegpacken, so ungefähr. Dann, die können wir eigentlich auch beide wegpacken. Nee, die nicht. Das hier weg. Und dann nehmen wir uns nochmal so die Hälfte vom Holz mit. Und einen Eimer. Und dann würde ich mal sagen, heizen wir mal unser Portal an. Es dauert wahrscheinlich eh ein bisschen, bis das mal brennt. Also können wir da jetzt schon mal anfangen. So. Hier. Ups. Hier. Hier so ein kleines Lava-Ding. Genau. Oder? Moment. Wie muss ich das dann machen? Ach doch, passt so. Okay. Bin mal am Überlegen gewesen, nicht, dass ich hier noch einen Schmarrn mache. So, das müssen wir auch aufhauen. Ups, das war aber knapp. Nehmen wir die Lava mit. Setzen die dann hier hin. Bauen das mit Holz zu. Dann sollte das eigentlich irgendwann mal zum Brennen anfangen. Da können wir jetzt eigentlich auch mal zumachen. Das hat da nicht mehr so einen wirklichen Sinn. So. Und dann werde ich mal die Baumform auf einer Seite ein bisschen verlängern, weil mir da zu viele Setzlinge runterfallen und wir haben jetzt gerade eh nichts zu tun. Das lassen wir mal da. Die können wir auch hier lassen. Genau. Sagen wir mal, wie viel haben wir jetzt da? Eins, zwei. Mal hier noch einen weiter. Also auf der einen Seite reicht es immer. Muss nicht runterfallen. Eben. Schon nicht vorbei. So. Oder reicht eins oder soll ich zwei machen? Ich weiß es nicht. Der jetzt da genau an der Ecke gewachsen. Naja. Ach, dann reicht eins. Nicht, dass wir wieder so viel Kabel verschwenden. Habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Na, ich hätte mir gleich meine Axt mitnehmen können. Naja. So, dann nehmen wir uns jetzt noch die Axt mit. Und die können wir uns mitnehmen, ein bisschen Zaun noch, falls ich was verliere. Dann wird das jetzt hier noch abgeklopst. Genau, und dann hier um eins verlängert. Es da hinten nicht so viele Setzlinge flöten. Hier habe ich auch nur einen Platz. Da ist die Erde da. Wie mache ich denn das? Muss ich mir nochmal was überlegen. Ich glaube, den Zaun haue ich jetzt hier auch erst nochmal weg. Und schau mal, wie ich das im Endeffekt jetzt noch mit der Erde mache. Hier noch einen dran. Dann hole ich mir mal die restliche Erde, die kann ich ja da, der war schon mal ein bisschen hinpflanzt. 19 haben wir noch. Da ist das Portal angegangen. Ja, das hat ja schneller funktioniert, als ich mir jetzt gedacht hätte. Sehr gut. Jetzt bin ich noch gar nicht fertig. Ah. Egal, das mache ich jetzt noch schnell fertig. So,
Ich spiele momentan übrigens schon auf der 1.2.5. Habe ich gerade eben geupdatet. Und ja, mal schauen, wie das jetzt hier so weitergeht. Ja, aber so schräg lassen die sich ja nicht verbinden, die Zäune. Ach Mist, wie mache ich denn das jetzt? Ups. Mimimi, es haut jetzt nicht so hin, wie ich das gerne hätte. Mal hier so eine Zinne vielleicht. Das aus. Ah, können wir schön was vorstellen. Jetzt lasse ich das jetzt erstmal so. Machen wir hier aber Fackel drauf. Eins, zwei, ist unsere Metro scheiße. Ist mir jetzt auch egal. Hauptsache hier ist ein bisschen Licht überall. Man weiß ja nie, wo was spawnen könnte. So. So, dann haben wir hier die Erde wieder rein. Die können wir auch hier lassen. Das hier. Einmal nehmen wir mal mit. Und dann haben wir da unten die. Ach, naja, gut. Die Axt hätte ich jetzt mitnehmen können. Egal. Geht eh flöten jetzt hier. Die Lava wieder mitnehmen. Genau. Schnell den Boden wieder rein. Ach, doch, die Spitzhacke habe ich dabei. Dann geht das nämlich nicht flöten. Ja, und dann haben wir schon ein funktionierendes Portal. Das ging ja schnell. Kann ich mich nicht beschweren. Gut. Tja, was mache ich jetzt als nächstes? Soll ich gleich schon in den Nether gehen? Ich weiß es nicht. Erst nochmal die Lava reinschütten. Ah, es hört mir schon ziemlich laut bis hier hoch. Hier, so. Ach, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, wie ich schon in den Nether soll. Naja, ich kann ja zumindest schon mal ein bisschen. Ich gehe jetzt einfach in den Nether. Scheiß drauf. Keine Lust jetzt da lang rum zu überlegen. Ah. Außerdem habe ich jetzt gar keine Lust, irgendeine Monsterfalle zu bauen. Also, mal schauen, wo wir rauskommen. Holla. Okay. Das ist ganz schön nah am Abgrund hier. Den nehme ich gleich mal mit. Da werde ich jetzt allerdings erst nochmal was drum bauen. Wobei, bevor ich reinfalle. Lieber nochmal schnell den einen Pilz reinlegen, man weiß ja nie. So. Stein. Bin gespannt, ob ich den Glowstone irgendwie ganz abbauen kann. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, was in der Kiste ist. Ich bin ja auch. Naja. Da lasse ich es jetzt erstmal. Hier kann ich noch ein bisschen rausbauen. So. Oh, nee, nicht so. Ach, und da haue ich fast den Pilz weg. Das ist ja nicht zu fassen. Gut, um die Kiste werde ich jetzt auch noch einen Stein setzen. Na? So ungefähr. Und da auch. Und dann würde ich sagen, dann bringe ich schon mal das erste Zeug einfach in Sicherheit. Kann ich auch gleich noch was anpflanzen. Was ist denn das für ein Zeppling eigentlich? Ist das ein anderer? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Da müssen wir uns noch eine Sache im Glowstone überlegen, beziehungsweise vielleicht können wir ja auch hier Monster spawnen lassen irgendwie. Aber ich habe ja nur Cobblestone und spawnen die Pikmin ja gar nicht drin. Ach, Fragen über Fragen. Ja, das war der Nita. Schön, dass wir. Wieder zurück sind. Heil und nichts passiert zum Glück. Aber ich habe kaum noch Platz hier. Naja. Ah, noch ein Eis.
Da könnte ich mir fast was. Das wäre eigentlich fast eine gute Idee. Ich glaube. Was wollte ich sagen? Ich glaube, ich muss jetzt mit dem Wasser, mit dem Eis, eben nicht Wasser, nochmal zum Nähter. Und vielleicht können wir uns dann mit dem Eis, wenn es da ist, irgendwie runterbauen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube schon. Lass mir die mal da. So fürs Erste. Scheiße, ich habe keinen Platz mehr. Ich hätte jetzt doch noch eine zweite Kiste irgendwo hinsetzen. Die Frage ist nur, wo? Vielleicht hier so. Hier so. Ja, sieht jetzt wunderschön aus. Naja. Zeppling lassen wir da. Den lassen wir da. Spitzhacke nehme ich mit. Eimer nehme ich mit. Und vielleicht doch noch mal eine Kiste. Ja, was soll's. Jetzt probieren wir das einfach mal. Sonst habe ich nichts dabei, oder? Nochmal eine Niete. Darf man bloß nicht zur falschen Seite raus, dann ist man echt gearscht, ey. So. Die Kiste setze ich jetzt mal hier hin. Und die Kiste tue ich auch gleich mal in den Eimer, bevor ich runterfalle. Und jetzt überlege ich mir gerade, wo ich denn jetzt hier am besten. Ach, Leitern hätte ich mir noch machen sollen. Gut, holen wir uns auch nochmal schnell Leitern. Bevor ich hier irgendwas mache, was dann total scheiße ist, lieber mal vorsichtig sein. Hoch. Stickies habe ich ja noch, oder? Auch ein bisschen. Weiß gar nicht. Ich glaube, eine ganz normale drei Leitern sollten eigentlich reichen. Das wird schon reichen. Weil das ja drei Blöcke tief ist, dieses Glowstone-Ding. Das heißt, ich muss mich einen weiter runterbauen, als ich das mit der Erde gemacht habe, oder? Also mindestens. Nee, warte mal, überlegen kurz. Vielleicht nicht hier, wo ich nichts sehen kann, sondern hier. Also das Ding ist 1, 2, 3 Blöcke tief. Das heißt also, ich muss hier noch 1, 2, ganz nach unten, 3, 4 Blöcke noch dran bauen. Dann erst die Stufe. Oh Gott, das wird immer schwieriger. Ja, scheiße. Jetzt machen wir das erstmal so, dass ich die hier hinlege, das hier hin. Leitern und hier. Eis. Und dann sollte ich das vielleicht so setzen, dass das nur in eine Richtung kann. Irgendwie so. Ja, nicht, dass ich da nicht hochkomme. Egal, ich versuche es jetzt einfach mal. Obwohl, hier ist es ja voll scheiße, oder? Nee, ist egal. Oder? Ja. Egal, ich traue es mich jetzt einfach mal. Ah, ich habe Wasser am Nähter. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut.